Hallo und willkommen auf meinem Kanal zum 25. Mal City Skylines hier mit St. Martin. Wir befinden uns gerade in Kempten im Büroviertel und wie ich gerade eben schon meinte, Büroviertel, wir brauchen in dieser Folge ziemlich viele Arbeitsplätze. Das sieht man auch an der Industrie- und Handelsnachfrage, also Büronachfrage meine ich da unten. Und ja, also sonst können halt leider keine neuen Bewohner hier reinkommen, weil es sonst keine Arbeitsplätze gibt. Das ist sehr schade sonst. Ja, schauen wir uns mal an. Wir haben ja hier in der letzten Folge ein bisschen weitergebaut, so eine Oberschule hier und die U-Bahn-Station hier auch, ja, also wir haben ein paar Linien erweitert. Ich muss sagen, ja, es ist schon, wird schon dichter hier, das Netz. Also könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass diese U-Bahn-Linie ganz nach unten führt hier. Vielleicht schaffen wir es auch, also ich muss mir nur gerade in meinem Kopf vorstellen, was wir jetzt machen könnten. Auf jeden Fall, was ich als Ideenschmarrn ist das hier zu einem großen Bürogebiet umzuwandeln, also direkt hier an der S-Bahn und so. Das ist auf jeden Fall schon eine mögliche Sache, die wir machen könnten. Und ich würde dann auch mal sagen, machen wir das gleich. Und jetzt so viel zu warten. Ah, da ist wahrscheinlich schon diese Schiene, die man jetzt im Dunkeln nicht so sieht. Okay. So. Auf jeden Fall könnten wir hier mal so eine... Ja, das könnte man schon machen. Ah, hier geht's nicht wegen den... Ja, okay, das ändern wir mal sofort. Dann werden sie jetzt keinen Strom haben kurz, aber... Das werden sie schon aushalten. Ach so, nee, das hier nicht. Sollte ja auch noch... Das sollte ja auch noch Wohngebiet bleiben. Wenn ich das fülle, dann geht es bestimmt alles, ne? Ja, aber die Schienen müssen ja weiterlaufen, das ist ja kein... das geht ja gar nicht. Mal schauen, ob sie da wirklich sich ansiedeln wollen. Ich meine, es ist halt eine perfekte Lage da direkt an dem Bahnhof. Ach stimmt, ja. Da ist das jetzt schön ausgebaut hier. Ah, hier ist noch nichts. Können wir eigentlich auch mal jetzt abreißen. Ich habe jetzt nämlich eine Idee. So. Ja, sind sie jetzt unzufrieden, obwohl der Bahnhof nie in Betrieb ging. Ja, schon lustig. So, dann würde ich das hier mal abreißen. Jetzt einen Platz für eine Straße. Yay! Nein, das soll jetzt gehen, oder? Warum geht das denn nicht? Oh, das ist bereits belegt. Von was denn? Diese Pfähle? Okay, okay. Gut, soweit. Sehr schön. Bauen wir wirklich so eine Straße jetzt hin, ja. Yo, und dann machen wir mal hier kleine Straßen rein. Sehr gut. Hier könnte auf jeden Fall auch noch ein bisschen Büro kommen. Ja, schön verwinkelt jetzt die ganzen Straßen. So, auf jeden Fall, das sieht hier nach einer guten Grundlage für ein weiteres Industriegebiet aus. Hier auf jeden Fall vielleicht hier dann erstmal Büros. Dass die S-Bahn-Strecke jetzt schön eingeschlossen wird, das sieht, finde ich, immer schöner aus. Dann. So, und mal schauen, wie
wie die Stadt nun reagiert, wie die Leute reagieren auf dieses neue Angebot. Wir müssen ja überall jetzt weitere Arbeitsplätze schaffen. Ja, so langsam wächst es hier auch alles. Cinema Kubiks Berlin. Täglich Kino ab 11 Uhr. Ja. James Bond. Star Wars sowieso. Läuft hier auch alles soweit. Die S-Bahn ist jetzt echt lang. Ach stimmt, ich muss mal gucken, wie lang die jetzt ist, ne, die Linie. Die ist jetzt 10 Kilometer lang. Respekt. 10 Kilometer, ja. So sieht's auch aus. 10 Kilometer und dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stationen, ja, okay. Ah, gut. Und die ganzen Buslinien, oh, sowieso hier. Alles Mögliche. Ja. Was brennt denn hier mal ab? Wartet auf Taxi, ne? Mitten auf der Straße. Schlau. Wurde umgefahren und ist jetzt eben noch. Ne? Eieieiei. Ach, hier fehlt Wasser. Kommt sofort. Ach, verbinden wir es mal, weil wir dekadent sind. Eigentlich brauchen wir es ja nicht. Ist jetzt tatsächlich noch so eine Verbindung. Okay, die kann auch weg. Das kann auch weg. Boah, das ist mal fett hier. Wie wir es immer in einer Stadt brauchen, ist leider, dass wir hier noch Müllverbrennungsanlagen bzw. Recycling Center errichten müssen. Tja, das ist leider immer nötig hier. Sonst nimmt der Müll hier auch überhand. Also geht auch gar nicht anders. Können wir mal diese Straße hier noch ausbauen? Nehme ich mal an, dass sie da hier weitergehen kann. Okay. Boah, dieser Turm ist so hoch, Alter. Turm der hohen Zinsen, ey. Krass. Und alles hier ist hell wie nichts. Also, wer hier wohnt, kann viel Spaß. Naja, so sehr beschweren sich ja dann auch nicht. Unsere Brücke funktioniert. Und unser Busbahnhof geht eigentlich auch. Stimmt, da könnten wir hier eigentlich auch sowas wie einen Busbahnhof hinstellen. Aber das ein Problem, was ich halt mir an Cities Skylines noch wünsche, dass es behoben wird, ist, dass man, weil kein Problem, aber so ein Feature, dass man hier einfach nur, dass man Straßen anbauen kann, die aber halt nur von einer Seite befahren werden können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas baue. Ja, das geht auch schwer, aber sowas halt, dann ist es automatisch immer eine Zweierverbindung. Also für beide Richtungen kann man da einfahren. Aber ich will es halt, dass es nur für eine Richtung geht und das ist halt noch schade. Weil dann könnte ich halt hier so einen improvisierten Busbahnhof bauen und müsste dann nicht sowas hier wie da oben machen. Ja. Ich könnte hier mal ZOB machen, ne? Der zentrale Omnibusbahnhof, ne? Weil der liegt eigentlich ganz gut gelegen, also schön nah an der Autobahn hier. Und ja, Zugang zu den ganzen wichtigen Straßen, also hier einmal die Brücke, hier die Allee, hier die Allee, sowieso die Anbindung hier zum Kreisverkehr, also das ist schon ganz gut da. Und auch U-Bahn-Verbindung. Also sowieso, das ist echt ganz gut hier. Dann sind noch Parkplätze da oben. Also da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. So, hier fehlt noch eine Lücke, aber so langsam kommt es jetzt alles.
Wir sind gerade bei 35.000 Einwohnern. So, das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ja, der Neptun-Medienmarkt, der floriert, ne? So, wird mal Zeit, dass hier mal so eine Verbindung gebaut wird. Oh, richtig kleine Straße, oder? Geil. Vielleicht wird die auch mal größer. Dann bauen wir mal das hier aus. Noch was. So ein kleines Gewerbegebiet hier. Es gibt auch so viele Probleme hier, aber was soll ich denn da machen? Also, was kann man denn da machen? Ampeln kann man hier ausschalten. Das ist echt unerklärlich hier. So schade. Wir widmen uns gerade sowieso hier die ganze Zeit dem Viertel hier, meine ich. Okay, noch eine Kreuzung, noch eine Kreuzung. Hier und da. Wächst es hier zusammen, ja. Gleich hier Gewerbegebiet oder sowas. Die Stadt wird größer, ja. Fährt hier irgendjemand? Ne, sieht sehr ruhig aus. Oh, hier ist Kriminalität. Ja, cool. So ein Bahnhof alleine, ein paar Büros, einige Häuser hier. Die Hain-Residenz. Ja, das verläuft gerade ziemlich schleppend. Also würde ich erstmal sagen, schauen wir uns mal ein bisschen die Stadt an, einfach mal. Mal sehen, wo könnten wir denn eine kleine Tour machen? Würde mal sagen. Wir geben uns mal hier die Stadteinfahrt. Wir tun so, als würden wir gerade einfahren. Ja, tut mir leid, das mit den FPS, aber wenn man immer auf dem Boden fährt, dann ist es echt schon was anderes als jetzt aus der Luft. Also da sind die ganzen Bedingungen schon anders. So, wie sieht es also aus, wenn wir einfahren in die Stadt? Ich würde mal sagen, wir fahren mal in die Altstadt rein und schauen mal, also, wie es aussieht. So. Rechts würde es rein in den Tunnel gehen, würde ich sagen, genau. Wow! Okay, das hat gerade ein bisschen gebombt. Okay, muss man wieder hoch. So. Wir sind in einer Hauptstadt. Noch ein Feld und Schiff, Hafen, Frachthafen, einzigartige Gebäude. Okay, gut, ja, das schaffen wir noch. Rathaus. Mega-Einkaufszentrum, Wohngebiet mit 30.000 Quadraten gebaut. Krass. London Eye, Hypermarkt. Okay, ist auch gar nicht mehr so weit entfernt hier. Okay, wir sind in der Hauptstadt. Was gibt es da noch? Kolossale Stadt. Ja, okay. Kernkraftwerk, Frachtumschlagplatz. Und dann Metropole. Flughafen. Oh, yo, das wäre cool. Megalopolis. Dann kriegen wir alle anderen Gebiete. Und Monumente und die internationalen Flughafen. Das ist nice. Ja, sehr schön. Vielleicht können wir mal schauen, was wir uns für das Ende mit anhängen. Schauen wir mal kurz vorbei. Ach nee, das ist gar nicht das. Das geht einfach hier nur nach rechts. Ah, ja, okay. Ja, nee, wir sind noch gar nicht da. Nee, noch links noch nicht. Das war nur diese Ausfahrt nach Bernheim und Schönbuch. Also Schönbuch und hier Südstadt. Ja, klar. Ja, da muss man jetzt selber lernen, sich in der eigenen Stadt zu orientieren, so, ne? Also, unsere Stadt wird ja nicht kleiner, so in der Zeit, wie wir die spielen. Das wird schon sehr unübersichtlich, so langsam. So, hier geht's rein in den Tunnel, genau, in den
den Autobahntunnel. Sieht man genau. Stellen wir uns ja vor, wir müssen die ganze Strecke gehen hier. Also es würde schon Ewigkeiten dauern. So, ich weiß noch, wie es hier alles mal ziemlich gemütlich war hier. Alles sehr ländlich. So, hier geht's da rein in. Ja, zum langen Park halt, ne? So, dann fahren wir mal hier rein. Okay. Ja, also. Also wie ich es kenne, hier noch so eine Straße nebenan. Sieht schon sehr entspannt aus. Dieser europäische, ne? Einfach zufällig irgendwelche europäischen Flaggen an den Häusern. Ah, okay, wir sind ja multikulturell, ne? Frankreich. Frankreich. So, und schon sind wir in Altstadt angekommen. Viele Menschen auf jeden Fall, was ich so sagen kann. Rechts von uns ist der alte Park. Der alte. Der lange Park. Aber alt ist er eigentlich auch. Also, etwa hier sieht es auch nicht schlecht aus mit unserer Altstadt. Auch wenn viele, ich sag mal, modern aussehende Gebäude, die jetzt aufmischen. Laufen wir das hoch. Also hier vor 1000 Jahren fand sich mal eine mysteriöse Burg. Und wir laufen gerade sozusagen auf dem früheren Wall. Ja. Also die Stadtmauer oder die Burgmauern. Ja, hier sind auch einige Hotels. Skaters hier. Langsam kommen immer weiter diese modern aussehenden Häuser. Also ist schon krass. So, wenn wir mal hier reingehen in die Innenstadt, also in die Altstadt sozusagen. Fußgängerzone, ganz klassisch, was zu einer europäischen Stadt gehört. Und hier ist die U-Bahn, ne? U-Bahnhof Altstadt. Da kann man zu U1 und zu U5. So, gehen wir jetzt mal hier weiter. So, hier sind noch ein paar Geschäfte, ein paar Läden. Kann man sich noch ein bisschen erholen auch. Es ist schon sehr, sehr entspannt gemacht. So, jetzt sind wir wieder auf der großen Allee, auf der wir auch waren davor. Hier ist zum Beispiel ein Bus der Linie 5, also so eine Art Großbuslinie. Die haben hier auch ihre eigenen Spuren. Nochmal ein kurzer Blick auf diesen Ring, diesen Mini-Ring. Ja, hier warten immer sehr viele Leute, muss man sagen. Kommt mal der Bus jetzt? Sehen wir auch mal hier eine Spezialität der Stadt, also einfach ganz normal, dass Anhänger von selbst fahren können. Ja, gibt es halt auch nur in meiner Stadt. So. Ja, dann fahren wir mal weiter. Ich würde mal sagen, dann machen wir mal Abstecher nach Bernheim. Das ist auch mal ganz lustig. So, es ist immer diese große Allee hier. Okay, unser Anhänger will überholen. Spannend. Vielleicht können wir doch noch zur Brücke fahren. Ich meine, stimmt, von dort aus fährt man ja nicht immer nach links. Also hier geht es noch rein, halt in Flusstal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, wir sehen, dass der Verkehr hier mal sehr, sehr dicht ist. Zumindest auf der anderen Seite. Und das ist da, also dass die Busspur irgendwie gar nicht so beachtet wird. Also da muss auf jeden Fall diese Verkehrspolizei irgendwas noch tun. Parkschiff wieder Drone hier. SB. So, hier sind wir gerade an der wichtigen Kreuzung, die nämlich beide Teile miteinander verbindet. Dort sehen wir nämlich dieses Büroviertel Kenten. Ja, also da auch im Hintergrund diesen großen, hohen Turm der großen Zinsen. Der Turm der hohen Zinsen halt, ja genau. Und da hinten noch das Expo-Center und ja. Auf jeden Fall, das ist hier, ja, die Brücke, die dahin führt. So, aber wir wollten uns jetzt auf diesen westlichen Teil der Stadt beschränken, dann biegen wir jetzt mal links ab. Und schauen uns mal an, was es hier so gibt alles. Ja, fahren wir nochmal ein bisschen so durch Flusstal. Rechts sehen wir also nördliche Stadt, Friedrichstadt halt. Da hinten im Hintergrund sehen wir, ja, Schönbuch. So, fahren wir weiter. Hier wird auf jeden Fall auch noch ein Gebäude hinkommen. Da bin ich mir sicher. Oh, diese zweispurigen Straßen hier, also kommt schon echt ein Großstadtfeeling hin. So, wir schaffen es über Grün. Kommen wir zu hier und da geht es jetzt zur Friedrichstadt. Da geht es halt in die Innenstadt zu rein. Und wir wollen ja hier zu Bernheim. Ne? So, hohe Steigung auf jeden Fall hier. Die Häuser, den Häusern ist es erstmal egal. Im Hintergrund sehen wir ein Flugzeug, habe ich mich da richtig. Ne, ist ein Vogel.
Auf jeden Fall eine recht gut gelegene Gegend, aber wir schleichen uns mal hier an diesen ganzen Häusern hier vorbei und schauen mal hier. Ruhig. Auf jeden Fall, ich wollte halt nur wissen, wo dieses. Achso, das Festivalgelände ist gar nicht hier. Okay, gehen wir mal weiter schnell. Ja, klar, dass es nicht hier ist. So, da hinten sehen wir schon das Einkaufszentrum der Mäßigung. Mit sehr geilen Parkplätzen, ne? Also, das wird da mit Magnettechnologie festgehalten, das Auto, und damit das nicht wegbleibt. Und so spart man einfach viel mehr Platz, ne? Das sieht einfach viel angenehmer aus, so zu parken, ne? Auf jeden Fall. So, hier sind wir auch schon da. Philippstraße, S- und U-Bahnhof, ne? Guter Wegweiser hier, sonst hätte ich das natürlich nicht gefunden, ne? Also einmal hier halt die U-Bahn-Station. So, wo ist die? Genau, einmal hier geht es in die U-Bahn-Station rein, hier die Fußgängerbrücke. Auch sehr, sehr moderne Kunst hier, ne? Wie die gebaut ist, so sehr rund und so. Im Winter muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht runterrutscht, also sonst kann es schnell zu einer Rodelbahn werden. Und auf jeden Fall hier auch eine Einkaufsstraße, die Philippstraße, sehr altbekannt. Seit dem 20. Jahrhundert schon sehr, sehr groß. Ja, wenn wir mal nach rechts schauen, sehen wir wieder die Skyline im Hintergrund, immer der Turm der Hohen Zinsen zu sehen. Ja, also auf jeden Fall, das ist ja auch schon eine beliebte Gegend. Und da sehen wir sogar mal, wie eine S-Bahn einfährt hier. Sehr chillig. So, die S-Bahn fährt in diese Richtung noch bis zur... Wir sehen das nochmal, ja, krass, jetzt habe ich selber vergessen. Na, auf jeden Fall zur Oberschule da oben. Also Weilhof halt der Bezirk war. Ich weiß nicht mal, wie die Station ist sogar. Läuft bei mir. Ja, auf jeden Fall die S-Bahn. So, hier sehen wir einen typischen Müllwagen der Stadt. Ja, der sammelt Müll ein. Einkaufszentrum hier nochmal. So, da sehen wir auch mal die S-Bahn, die eben gerade eingefahren ist. Da ist halt auch eine S-Bahn-Überführung. Ne? Das geht dann halt schon wirklich durch die ganze Stadt irgendwie, ne? Schon sehr, sehr chillig. Geht dann halt nochmal rein, das ist halt so eine ganz kleine Straße, so eine Art Shared Space Konzept, so mit Autos, Fußgängern, ne? Hier halt, wo die S-Bahn überfährt. Vielleicht, wenn wir mal warten, dann sehen wir mal, wie eine Bahn vorbeikommt, ne? Mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist das auch eine nette Gegend, die wir haben in der Stadt. Bisschen Kriminalität, wie man da in der Ecke sieht. Aber sonst geht's eigentlich voll. Also, ich habe 4 S-Bahnen auf der ganzen Linie als Taktung, also kann es schon vielleicht sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weiter, aber ich denke nicht. Also, mein S-Bahn-Verkehr ist zuverlässig. Schauen wir uns mal um hier. Ja, Häusertexturen sind ganz nett. Also, ich kann mir vorstellen, also wenn die Grafik so auf dem Niveau von so Open-World-Spielen wäre, wo man halt nur wirklich First-Person rumläuft, also das wäre echt ein Meilenstein für Städtebauspiele. Also, momentan sieht es halt auch nur so mittelmäßig aus, halt nicht sehr wirklich schön. Ich habe jetzt natürlich auch noch auf niedrigen Grafikeinstellungen und so, aber ich könnte mir echt vorstellen. Oh jo, da ist erstmal die S-Bahn, von der ich gerade geredet habe. Ja, sehr schön. So, dann laufen wir weiter. Also, worüber habe ich gerade geredet? Also, wenn es immer besser aussehen wird, dann also, das wäre echt Hammer, muss ich sagen. Dann fühlt man sich wirklich wie in der Großstadt. Also ich sag mal, das erinnert ja auch schon an so Spiele, vielleicht aus den 90ern, Anfang 2000, also Anfang 2000 ist jetzt auch nicht so, aber schon so die Grafik halt, ne? Das, also wenn das Spiel halt so ein World-Spiel vielleicht so Ende der 1990 rauskommt, das hätte sich nicht verstecken müssen. So, da geht's halt Richtung Süden runter. Cool, sieht man halt die beiden S-Bahn-Überführungen. Da geht's nach Schönbuch. So, wir sind gerade halt hier so in Bernheim. So, die Industrie hier sieht man halt. So. Also ich glaube, gleich können wir auch mit unserer Tour aufhören. Hier kommen wir halt noch in das Industriegebiet. Da hinten sehen wir die Stadtautobahn. Oder die Autobahn, die halt hier an der Stadt führt. Hier kommen wir langsam ins Gebiet mit den vielen, ja, hier ist mit, also Müllwagenzentrum, Busdepot, alles ist hier so drin. Auf jeden Fall hier ist ein wichtiges Zentrum für die Müllentsorgung der Stadt. Und nebenbei gibt es halt auch viel Ein- und Ausfahrten, damit man hier auch aus der Stadt raus kann. Ich hoffe, es hat sich irgendwie gelöst, das Problem. Ah, sieht man nicht so groß.
Auf jeden Fall nehmen wir mal einen Schleichweg und gehen mal hier rein nach Wallhof. Wobei in den ganzen Industriekisten hier, an den Strommasten, am stickigen, an der stickigen Luft hier, springen wir rüber, jam. Über die Straße. Also man merkt so, die Luft ist noch dick. Erinnert mich so ein bisschen an Italien, also immer die ganzen hohen, also die steilen Straßen und so. Ja, auf jeden Fall. Wallhof erkunden wir mal hier, das kenne ich sogar selber nicht, weil ich noch kaum hier First Person rumgelaufen bin. Also Wallhof kann man sich sagen, ist halt so ein chilliges Stadtviertel. Man kann so vergleichen wie vielleicht Kreuzberg oder Friedrichshain in Berlin. Oh, Leichenwagen. So, hier ist die Karl-Heisenberg-Schule. Okay, eine nette Grundschule auf jeden Fall. Warum ist da keine Bushaltestelle? Egal. Die Kinder, die hier hinfahren. Mit Fahrrad fast auch schon. So, Sternberger gibt es hier. Irgendwas brennt da hinten im Hintergrund. Ah ja, jetzt nicht so gut. Ah, jetzt sind wir auf der Wallhofer Allee. Genau. Das ist die Wallhofer Allee. Das weiß ich. Mit dem Krankenhaus. Ach, hier war halt die Bushaltestelle. Stimmt. Ja, genau. Okay, genau. Dann sind wir auch schon fast fertig. Also, ich weiß, dass, wenn wir jetzt hier in die Richtung gehen, dass der Fürstenplatz halt bald kommen wird. Hier warten halt auch mal viele Menschen. Also, der Busverkehr ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Also, es liegt noch dran mit den Organisationsproblemen im Busdepot. Aber es wird schon okay sein. Ja, die Wallhofer Allee sieht sehr alt aus. Also, war auch mal eine eigene Stadt hier, bevor sie eingemeindet wurde. Auf jeden Fall sehr interessant hier zu sehen, alles mit den Leuten. Also verbreiten auch wirklich so einen älteren Charme im Vergleich zu der Innenstadt, so mit den ganzen hohen Häusern hier. Sieht auch sehr klassisch aus, muss ich sagen. Ja, hier eine Nebenstraße. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz cool. Auch mit der Allee in der Mitte. Wer weiß, vielleicht kommt da mal eine Straßenbahn. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber mit Bäumen sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Noch ein paar Wohngebiete. Und da sind wir schon. Das Einkaufszentrum, das große. Wie könnte ich es denn nennen? Das Ei, die Schachtel, also keine Ahnung, so als Spitzname. Jedenfalls sind wir am Fürstenplatz angekommen, sieht man auch da am Bahnhofsschild. Ja, und hier sind halt viele Leute. Das ist ein Treffpunkt, ne? Auch für Gamer, wie man hier am Paradox Plaza sieht. Ja, okay, schade, leider man da nicht hoch. Und auch ein allgemeines Treffen hier mit diesem wunderschönen Monument, ne? Also zwei ineinander verschachtelte iPhones oder sowas, ne? Und da mögen halt alle Leute hier immer zu sein. Ja, auf jeden Fall. Das könnte man erstmal sagen zu meiner Stadt. Also wir hatten, um zusammenzufassen, wir waren halt bei der Autobahneinfahrt in der Stadt, haben uns in der Altstadt umgeguckt, sind dann ein bisschen nicht Schönbuch, aber so halt Bernheim, Philippstraße, sind dann halt noch ein bisschen in Weilhof reingegangen. Stimmt, davor haben wir noch die Autobahnausfahrt gesehen, so das Müllverbrennungszentrum da, also Müllentsorgung. Und jetzt sind wir in Weilhof angekommen, wie gesagt, und waren gerade beim Fürstenplatz und sehen hier diesen lustigen Bezirk. Ja. So, wir sind eigentlich auch schon hier am Ende angekommen. Und kann man nur noch sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und dass wir mal hier was wie eine Tour machen. Und kann ich auch sagen, bis zum nächsten Mal bei der 26. Folge dann. Die Linien-Netzpläne sind ja auch schon, glaube ich, drin von der letzten Folge. Da kann ich auch sagen, dann habt Spaß und tschüss!